Dodele, Teil 2 von Kingdoms Reborn auf unserem Seed Yogiland. Und ihr seht, ich habe ein bisschen weiter geplant und gebaut und wir sind im Herbst angekommen des zweiten Jahres. Die Ernte wird also wieder eingefahren und wir können gleich wieder ein bisschen Geld machen, indem wir hier den Kakao verhökern. Außerdem, also haben wir jetzt zwei Felder hier wie angelegt und außerdem habe ich hier so ein, ich mach mal die Bäume weg, hier so einen Bereich freigelassen, wo später mal ein Kornspeicher hin kann und ein Lagerhaus. Und habe dann ein drittes Feld da so drumrum geplant mit so einem ganz schmalen Streifen, aber um eben hier dieses Zipfelchen da auch auszufüllen und ein weiteres, also viertes Feld hier im unteren Bereich geplant. Und da werden die jetzt im Winter einiges zum Abholzen haben. So, Technologiebaum, was war das? Wir haben, glaube ich, irgendwas erforscht und machen mal weiter mit den Pilzbaumstämmen. So, Möbelwerkstatt, ja. Die kaufen wir. Wird jetzt unsere erste Produktion. Außerdem hier in der Mitte, der Förster hat seine Tätigkeit aufgenommen und fällt jetzt erstmal die nicht die fruchtlosen, sondern die anderen Bäume. Hier sind nämlich genug andere komische Cyathea, wer auch immer Thea sein mag, fällt die erstmal. Und deswegen habe ich den auch hier so ein bisschen rüber geschoben. Denn jetzt würde ich diese Möbelwerkstatt, die würde ich genau hier hinsetzen. Ja, die beeinflusst halt die umliegenden Wohnfelder negativ, wie das jede Produktion tut. Aber so ist es halt. Lässt sich nicht ändern. Das wird also dann die erste Geschichte. Wir haben eine zweite Fischerhütte. Und hier wird gerade an der zweiten Pilzfarm gebaut. Und ansonsten ist alles noch so, wie ihr das kennt. Stichwort Kapazitäten sind wir schon wieder am Anschlag bei 72 möglichen Schlafplätzen. Und ich habe jetzt hier unten mal ein weiteres Zelt in Obdach gegeben, um sozusagen die Reihe, die untere Reihe zu komplettieren, weil das alles Bewohner sind, die hier auf den Feldern arbeiten werden, ne? Wir haben ja hier die ersten beiden Felder mit jeweils drei Arbeitern und jetzt kommen zusätzliche Felder hinzu, die auch, ich meine, jeweils drei Arbeiter brauchen. Also wären wir schon bei 12, ne? Und so wird das hier immer mehr in Anspruch genommen. So, haben die Jungs allen Kakao schon getragen? Ne, da laufen noch zwei rum mit der Kakaoschüssel. Ja, mal wieder wenig Holz. Warum? Weil ja diese Felder unglaublich viel Holz brauchen, um gebaut zu werden. Hier 63 für unser drittes Feld und nochmal, wie viel? 62, ne? Also zusammen 125 Hölzer. Ja, da ist dann unser Vorrat schon wieder hack in den Knien. So, ich glaube, jetzt haben wir alles weggetragen an Kakao und den können wir jetzt verhökern und mal ein bisschen Geld machen. 205 Kakao, Leder auch noch etwas weg. Hier 2600 Taler, da lacht der Finanzminister. Und jetzt sind wir dann bei 4057, reicht aber knapp nicht für dieses Grundstück, kostet nämlich 4100. Aha, okay. Na gut, da müssen wir noch eine zweite Verkaufsrunde machen. Und dann kann man auch schon, während die hier die Felder noch bearbeiten, also bauen quasi, hier auch noch einstellen, was sie denn da machen sollen. Ich würde nämlich jetzt dieses zweite Feld mit zu umschalten zu den Medizinkräutern.
Denn ich sag mal, wenn man sich so den ersten 100 Mitarbeitern nähert, ja, dann ist das schon hilfreich, dass man dann da auch vom Vorrat her, ja, ach, ich glaube, so 100 Leute brauchen so 600, 700 Medizinkäuter im Jahr. Und ich würde dann also hier beim zweiten Feld, was gerade bearbeitet wird, das würde ich dann mal auf Kohl umschalten, damit wir ein bisschen mehr Nahrung produzieren und nicht mehr nur Orangen essen müssen. Und das vierte Feld, das würde ich dann mal auf Kakao machen, denn wie gesehen brauchen wir ja noch ein bisschen Geld. Um endlich mal hier dieses und dann das daneben liegende Grundstück zu erwerben. Gut, wir können natürlich erstmal das kleinere kaufen. Das bringt aber jetzt allein gesehen auch nichts. Und hier kommt dann mittig ein Förster hin, der zweite Förster quasi, den habe ich da auch schon gekauft. Und ansonsten könnten wir noch eine Eisenmine bauen. Schon mal prophylaktisch dazu. Mache ich hier so einen kleinen Lagerplatz, weil hier genau noch so ein zweier Lagerplatz hinpasst und den klicke ich gleich an und sage da bitte ausschließlich dieses Eisenerz akzeptieren. Das ist nämlich der Lagerplatz. So, hier Haken ran, werde ich mir nicht. Nur Eisenerz. Weil wir nämlich genau daneben zum Hang, zum Berg gedreht, die Eisenmine platzieren können. Und auch wenn wir noch lange kein Eisenerz brauchen, weil man das erst im Mittelalter weiterverarbeiten kann und dafür dann da auch erstmal die Eisenschmelze und die Schmiede erforschen muss und vorher noch andere Sachen sinnvollerweise Tod und Teufel. Danke. Benutzen wir es jetzt halt schon einfach, um Geld zu verdienen, ne? So, hier wird jetzt der Kollege Dingsbums fertig. Ich mache mal eben hier mal schön Steine, Steine, ja. Der Möbelonkel. Denn den können wir auch aufbohren, um einen zusätzlichen Arbeitsplatz, nämlich. Und auch um, was ist das? Verbraucht 30% weniger Eingangsressourcen. Okay. Ein Arbeitsplatz mehr und die Möbelwerkstatt, wenn man mehrere Möbelhütten hat. Und wir werden dann im Mittelalter auch eine zweite Möbelbude bauen. Können wir mal gucken, wo haben wir eigentlich hier so hier Produktivitätskarte. Die stecke ich immer gerne in diese Produktionsstätten. Und haben wir auch noch so eine Leidenschaftskarte irgendwo. Da ist eine. Ja. Dann machen wir das mal so, dass wir die Leidenschaftskarte da rausnehmen. Und hier der Möbelwerkstatt zuordnen. Und so werden jetzt peu à peu diese Zelte dann aufgewertet werden zu so ersten Holzhütten. Das heißt Hausstufe 2 dann. Was erstmal nichts bringt, weil auch Hausstufe 2 hat eben nur 4 Bewohner. Aber nun. Das ist jetzt der erste Schritt in die richtige Richtung. Wir haben noch ein paar Felle über, also Leder, ich sage mal Felle. Leder haben wir noch über. Wie weit seid ihr hier denn so? Ah, hier wird noch fröhlich rumgeklöppelt. Wir könnten hier schon mal die nächsten Bäume zum Abholzen freigeben für zukünftige Bereiche, um dann hier rüber zu machen. Und jetzt können wir das Grundstück kaufen, was allerdings völlig witzlos ist, weil wir brauchen ja noch eine Brücke. Ja, und die kostet viel Geld. Brücken kosten was? 300, 500, irgendwie sowas. Mal gucken, ob unser restliches Leder so viel einbringt. Ne, 300. Was kostet eine Brücke? 300, ah ja doch. Moment. Dann mache ich mal eben die Bäume weg, um hier die Straße richtig anzuzeigen. Ich lasse nach oben hin einen Sechser frei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da kommt dann die Straße hin. Da kommt dann die Straße hin. Und
hier kommt dann die Brücke dran. Zack. Und diese Straße wird natürlich hier fortgesetzt. Und, oh Wunder, auch hier in dem Bereich haben wir 1, 2, 3, 4, 5, genau 6 Platz für zukünftige Gebäude. Ne? Hier kommt dann demnächst mal die Dingens hin, die... Na, haben wir die eigentlich schon? Diese... Haben wir die schon erforscht? Nee. Nee, haben wir noch nicht. Tongrube oder Lehmgrube oder also diese Grube halt. Okay. So. Und schon haben wir wieder alles ausgegeben. Und stehen da mit runtergelassenen Hosen. Finanziell zumindest. Und was eben interessant ist, wir leben immer noch von diesem ersten Anfangsbestand, Startbestand der Orangen. Ne, die sind immer noch hoch. Aber jetzt ist ja wieder Winter und jetzt hat der Sammler wieder frei, weil vereiste Orangen und Papayas schmecken nicht und kann man nicht vom Baum pflücken oder so. Das heißt, jetzt wird hier dieser Bestand wieder ein bisschen leiden und im Frühling läuft er dann wieder los und sucht Orangen und ab Sommer bleibt der Bestand dann wieder stabil, aber zwischendurch müssten jetzt eben hier mal die Pilzfarben was bringen. Den können wir noch etwas aufbohren mit der intensiven Pflege. Und ihr seht, für alles braucht man Steine. Steine. Holz sowieso, ist klar. Und ja, wir können auch noch vielleicht eine Hütte bauen, ähnlich. Ich zeig mal wo. Mache ich aber wieder die Bäume weg dafür. Ein Haus, bitte. Also, hier lassen wir 1, 2, 3, 4 frei für zukünftige Lagerhäuser. Und hier oben, wo jetzt das Haus ist, kommt eine Köhlerei hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deswegen wird hier auch ein Häuschen gebaut und das wird dann auch die Straße auf das südliche Grundstück, was wir irgendwann mal, wenn wir stark genug sind, ne? Und jetzt kommt die Nummer mit dem Förster, dazu mache ich aber wieder die Bäume an, dass wir sehen, wo wir den platzieren. Weil hier wird ja alles vollgebaut, das heißt, ich ziehe den Förster etwas nach rechts raus. Wie sieht das dann mit Bäumen aus? Da so. Und der braucht auch schon wieder 50 Steine. Eieiei. Sodass der also dann auch demnächst das hier noch mit abholzen kann. Ja, üblicherweise würde man ihn ja genau mittig platzieren, ne? Hier. Dann hätte man diesen Radius auch optimal. Aber ich habe ihn jetzt ein bisschen nach rechts geschoben, weil diese Bereiche hier, die werden anderweitig benutzt. Außerdem können wir hier dann schon noch ein paar Lagerstätten planen. Zack, zack. Und... Halt, nicht Wege, Lützen. Mann, bin ich doof, da. Ja, ich bin doof. Da und noch so ein Streifen daneben. So. Da können die dann nämlich auch schon mal ein bisschen was abholzen. Die Jungs, die jetzt Winterferien haben. Wir haben immer noch 6 Arbeiter über. Die haben dann erstmal Zeit, ein bisschen was aufzusammeln, was hier irgendwer hat liegen lassen. Ja, hier zum Beispiel das Holz. So, und die fangen jetzt schon mal an. Und jetzt seht ihr das auch mit den Häusern. Da sind ja nur 2 Hütten mit 7 Arbeitern. Da werden 3 gebraucht, hier werden 3 gebraucht. Da ist schon einer zu wenig. Das heißt, ich würde hier dann schon mal prophylaktisch für zukünftigen Zuwachs noch 2
Wohnhäuser planen. Denn wie gesagt, hier in diesem Bereich kommt dann im Mittelalter die Eisenproduktion inklusive Schmiede hin. Und die brauchen ja auch Leute. So, was haben wir erforscht? Irgendwas. Weiter geht's hier einfach der Reihe nach abarbeiten. Was haben wir denn jetzt erforscht? Hallo? Hier irgendwas? Ach, den größeren Holzkohlebrenner, ne? Ah. Ja, dann schalte ich mal. Ne, den muss ich erst noch erforschen. Was hat sich denn jetzt erforscht? Egal. Irgendwas. Ja, wie gesagt, hier in die Ecke kommt dann der erste Köhler von uns hin, um dann eben auch möglichst nahe an dem Holzproduzenten zu sein. Der erste Holzproduzent hier, der ist ja deshalb dort, weil er eben die Möbelindustrie dann hier versorgt. Und dieser zweite Köhler, der wird dann quasi unsere Kohleproduktion versorgen, indem wir nämlich hier noch einen Köhler aufbauen. Und im Mittelalter braucht man dann ganz viel Kohle für die Ziegelproduktion. Und die kommt hier hin. Dazu müssen wir aber jetzt erst gerade Keramik erforschen. Dann können wir hier diese Lehmgrube bauen. Und im Mittelalter kommt dann eine Ziegelei daneben, die dann quasi sowohl Lehm als auch Kohle von hier bekommt, um Ziegel zu brennen. Ich werde keine Keramik produzieren. Denn damit diese Zelte sich jetzt upgraden, braucht man, wie hier zu lesen ist, eine Art von Luxusgut. Das wird ja bei uns jetzt hier Möbel werden. Eine Art von Luxusgut. Und bei der zweiten Art von Luxusgut bauen die dann nochmal weiter und bei der dritten Art von Luxusgut erreichen sie dann die Stufe 3 und das passen dann sogar 5 Leute statt wie jetzt 4 da rein. Und das ist dann eigentlich auch schon das Maximum. Das heißt, ich brauche nur maximal 3 unterschiedliche Luxusgüter der Stufe 1. Und ich habe mich halt dazu entschieden, dass das Möbel und Bier sind plus Cannabis. Und ich deshalb überhaupt keine Keramik brauche und mache. Überhaupt nicht. Sondern hier südlich ist dieses Feld, hat Cannabis. Deswegen werden wir uns dann Richtung Mittelalter hier nach Süden vorkämpfen und dieses und jenes Grundstück erwerben. Und das auch. Und hier Cannabisfelder anlegen. Cannabis, Cannabis, wo betont man das im Deutschen? Egal. Oh, die Nahrung sieht aber nicht gut aus, oder? Das reicht aber nicht mehr lange. Scheiße. 39! Leute, was ist denn los? Keine Häuser, nichts zu fressen. Ehrlich jetzt? Und die Hütten wollt ihr auch nicht bauen? Wo seid ihr denn wieder alle? Ach so. Bauarbeiter 16? Wie bitte? 16? Obdachlos, ja. Ich hab doch die Einwanderungsbehörde. Ach so, die habe ich noch gar nicht ausgeschaltet. Halt, den machen wir erstmal aus. Wir sind ja überm Limit schon, da macht das ja überhaupt keinen Sinn. Da kann der ja besser. Ja. Es wäre schön, wenn ihr hier ein bisschen schneller hämmert. Nur so eine Idee. Aber was ist denn los hier? Alles, warum läufst du denn weg? Warum läuft die denn weg? Hier, Natascha.
Manometer. Ja, und da kann man irgendwie nichts machen, weil Natascha geht jetzt einfach, entfernt sich, von der Baustelle. Geht wahrscheinlich nach Hause, um sich kurz aufzuwärmen. Und ihr Zuhause ist wahrscheinlich hier die letzte Hütte unten links. Alter. Also das ist also diese Automatikzuordnung zu irgendwelchen Aufgaben. Ja. Schreiben mir wirklich. Ich glaube, ich muss ein bisschen Essen kaufen fahren, weil wir werden mit 74 Nahrungsmitteln nicht unbedingt die erste Ernte erreichen. Insbesondere, weil das Feld noch auch noch nicht fertig ist. Da kommt nämlich dann Kohl raus. Die mögen gerne Kohl. Hier unten muss so ja noch alles abgeholzt werden. Das ist nicht schlimm, aber hätte doch bitte gerne hier jetzt mal ein bisschen Fresschen. Damit hier möglichst schnell eingesät wird und wir diesen Herbst noch ein paar Kohlkörbe kriegen. Kaufe ich jetzt Nahrung zu? Aber ich habe eh keinen. 500 Taler, da kriegst du ja nichts für. Aber ich kann ein bisschen Holz verkaufen, um überhaupt erstmal Geld zu verdienen. Oh Mann, und kaufe jetzt einfach mal 50 Papayas dazu. Das wäre schön, wenn hier irgendjemand da ein Feld hämmern würde. Hurtig. So, da ist hier unsere Hütte. Die reduziere ich gleich mal auf 2 Mitarbeiter. Investiere aber ein paar Steine. Ah, 3 Einwanderer und keine Zelte frei. Aber dafür gibt es eine Leidenschaftskarte. Das finde ich gut. Die werden sich wundern, wo sie hier eingewandert sind. Mal hier ins Fässchen rein. Die werden sich wundern, wo sie eingewandert sind, wo es nämlich gar keine Zelte gibt. Aber er macht ja hier, guck mal, wir haben 7 Leute Überhang. 8. Das heißt, diese 2 Zelte sind sofort voll belegt. Schön. Ach, die Mutti ist zurückgekommen. Das finde ich gut. Ich dachte schon, die geht erstmal stiften. So, das ist genau das, was ich gerade sagte. Gut gemacht. Erstes Haus, Stufe 2. Das heißt, das, wo ist denn das? Welches ist das? Das da. So sieht dann ein Stufe 2 Haus. Da wird dann das Zelt zum Haus, zum vor Blockhütte. Ne? Aber immer noch 4 Bewohner. Ne? Also Stufe 2 ändert sich eigentlich nichts, nur die Optik. 4 Bewohner. Aber bei dann Stufe 3, dann kann da einer mehr drin wohnen. So, jetzt haben wir mal etwas schneller, weil boah, wir haben noch mehr Überschuss. Das gibt es ja nicht. Und das ist genau das, was ich auch habe lernen müssen, jetzt auszuhalten, dass mir ganz viele Leute weglaufen. Um jetzt mein Wachstum nicht dem anzupassen und dann vor lauter Feldbauerei in Stolpern zu geraten und die vielen Leute auch gar nicht versorgen zu können, weil wir haben ja kein Fressen. So, die Hütte ist auch fertig. Jetzt ist erstmal Schluss wieder. Ja, weil wir haben ja keine Nahrung. Denn beim Einkauf, wenn ich jetzt hier über den Händler Dinge einkaufe, ist es anders als beim Verkauf. Ich habe nämlich die Sachen, die ich jetzt quasi einkaufe, anders als die, die ich verkaufe, nicht sofort da. Wenn ich etwas verkaufe, wird es sofort aus dem Lager genommen und ich habe das Geld auf dem Konto. Okay. Wenn ich aber etwas kaufe, wird auch das Geld sofort abgezogen vom Konto, aber die Ware kommt erst, wenn der in Runde gekreist ist. Ne? Der holt die ja quasi jetzt ab. Und diese gekauften Papayas oder was war's, die sind jetzt ist da.
Und das sind die hier, 50 Papayas haben wir erworben. Ja. Hoffentlich reichen die jetzt bis, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich kaufe noch. Ich hab nicht viel. Ich verkaufe noch ein bisschen Holz. Und erwerbe für den ganzen Rums mal noch mehr Papaya oder Orangen. Nö, Papaya. Guck mal, die fressen die nämlich auch wie hier, Zerkande. Zack, so. Ja, es ist schon hart. So, hier wird jetzt das Feld gehämmert, hier unten. Da kommt dann Kohl. Und wir sind erst Ende Frühling, das heißt, da wird gleich sofort eingesät, hoffe ich. So dass da auch dann im Herbst noch ein paar Kohlköpfe runterkommen. Ne? Nicht die volle Kapazität, weil ne, den Frühling haben wir ja quasi schon verpasst, weil das Feld noch gar nicht fertig war. Und jetzt gehen die wieder alle weg. Oder was? Ah ja. Hier geht's auch schon mal voran. Mit dem Thema zweiter Förster. Den können wir natürlich permanent auf alle Bäume fällen stehen lassen. Weil hier passiert in dem ganzen Bereich auch zukünftig nichts weiter. So sieht das aus. Also, soweit zum Stand der Dinge. Oh, ich habe wieder bei der ganzen Sammelei hier meinen Beschleuniger vergessen. Und dann beschleunige ich doch jetzt mal die Nahrungsmittel neben den Steinen. Wir müssen jetzt also, ich sag mal, überleben mit den geringen Nahrungsreserven und hoffen, dass das dann im nächsten Jahr hier etwas besser aussieht mit dem ganzen Kohl. Wir haben halt nur zwei Fischerhütten. Da und da. Und zwei Pilzfarmen. Da und da. Und unser Brötchen, also Obstsammler, der ist ja eben im Winter nicht tätig. Deswegen ist genau das passiert, dass unsere ursprünglichen Orangenvorräte, mit denen wir hier gestartet sind, mittlerweile komplett aufgefressen wurden. Ja, und da bringt dann hier das Thema Kohl ein. Was haben wir noch zu erforschen? Ich guck mal eben hier, Verbesserungsbaum. Weizensamen, Biersteuer, bla. Holzkohle wollen wir auch gleich bauen. Töpfer, so, das ist das jetzt mit der... Ich kaufe keinen Töpfer, aber die Lehmgrube. Und jene Lehmgrube setze ich genau hier hin, oder? Wie viel passen eigentlich hier hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du Scheiße, die bezahlt, okay. Ja gut, dann setze ich die hier oben hin. Dann würde also die Gelei, die es im Mittelalter gibt, hier längs daneben kommen. Kann ich schon mal die Straße einzeichnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Wir haben wieder unsere Papaya-Lieferung bekommen hier. Und können weiter Holz verhökern. Weil wir jetzt halt das durch diese Abholzung hier unten, durch die Entkernung, hier natürlich jetzt eine Menge Holz reinkriegen. Und jetzt 2200 Taler haben. Ah, siehste, da ist jetzt hier der zweite fertiggestellt worden. Wie gesagt, alle Bäume fällen. Und ja, mit den Steinen upgraden, von denen wir wieder zu wenig haben, wie immer. Steine, Steine, Steine. Ich glaube,
Jetzt sind wir schon im frühen Sommer, müssten aber die Nahrungsreserven mal reichen. Vielleicht muss ich noch mal nachkaufen. Oder sollte ich hier vielleicht auch nicht Kakao, sondern, ich weiß es nicht. Aber der wird jetzt in dieser Erntesaison nicht mehr fertig. Unser Kohlfeld ist jetzt fertig geklöppelt und Arbeitsphase ist auch säen. Das heißt, da wird jetzt noch ein bisschen was runterkommen. Nicht viel, aber noch ein bisschen Kohlköpfe. Aber wahrscheinlich müssen wir auch für den nächsten Winter noch zukaufen. Bis die Felder eben dann volle Kapazität haben. Und auch die Medizinkräuter reichen hoffentlich bis zum Herbst. Ja, werden sie reichen. Hier können wir jetzt einen Köhler kaufen. Gibt es den zufällig? Nö, natürlich nicht. Also müssen wir eine Universalkarte ziehen und platzieren hier in diese Ecke den Köhler, der quasi das, was der nebenliegende Förster an Holz produziert, dann in Kohle verwandelt. Also das ist hier quasi die Kohleproduktion aus Holz, die wir dann hier in dem Bereich auch brauchen, im Mittelalter, um Ziegelsteine zu machen. Ja, und jetzt werden so peu à peu, je nachdem wie eben hier die Möbelproduktion voranschreitet, werden sich unsere Zelte zu Blockhäusern wandeln, was aber eben keine Auswirkung hat. Es gibt ein bisschen mehr Einkommen dadurch, aber nur vier Kapazitäten für die Bewohner. Siehst du, hier werden die ersten Kohlköpfe noch gepflanzt. So sieht's aus. Ich hoffe, wir überleben. Ich glaube nicht. Also im Winter werden wir wieder zukaufen müssen. Im nächsten Jahr müssen wir dann raus sein. Also aus dem Schneider, weil dann auch dieses Feld hier unten Kohlköpfe machen kann. Oder wir noch ein weiteres hier erstellen. Könnten wir eigentlich jetzt schon in Auftrag geben. Haben wir noch Bauarbeiter über? Ja, haben wir ja. Da könnten wir gleich noch welche ein fünftes kleines Anlegen. So sieht es aus. Und mit dem Geld, wenn wir hier jetzt, wir haben ja gerade im Plus, können wir hier diese Provinz erwerben und jetzt endlich den Kreis schließen. Ich lasse hier zu den Felsen hin 6er Raum. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und setze dann da die Straße an, sodass man hier gegebenenfalls irgendwelche Häuser platzieren kann, die ja immer 6x6 sind, und ziehe erstmal die Straße bis hier oben durch. Und hier können wir auch noch ein bisschen Steine sammeln und so. Wenn nichts anderes zu tun ist. Ja, und dann werden wir hier die Schaffarm hinsetzen. Und hier ein weiteres Feld anlegen und hoffentlich nicht verhungern all die Weile. Und das sehen wir dann alles im nächsten Teil, im dritten Teil. Dahin. Viel Spaß mit Kingdoms Reborn. Euer Yogi. Ciao.